dass in Stuttgart alles vorbei ist und keiner mehr protestiert. Es ist nicht wahr. Viele sind gekommen, weil ihr beide wart gegen diesen Unsinnsbahnhof. Die Wintertage, die Chaostage haben deutlich gemacht, was bei der Bahn alles schiefläuft. Kaum ein Zug im Fernverkehr ist pünktlich angekommen. Viele sind ausgefallen. In Berlin fahren seit anderthalb Jahren nur noch die Hälfte aller Triebwagen im S-Bahn-Verkehr. In manchen Tagen nur noch ein Viertel. Und das ist das Ergebnis einer jahrelangen verfehlten Bahnpolitik. Eine Bahnpolitik, an allem gespart hat. Einerseits, um an die Börse zu kommen und andererseits aber, um das Unternehmen einfach glatt und funktionsfähig zu machen. Die Kundinnen und Kunden hat man dabei vergessen. Was hat das alles mit Stuttgart 21 zu tun? Liebe Leute, ich sage euch, das ist die Philosophie, die sich auch in diesem Bahnprojekt Stuttgart 21 widerspiegelt. Man schaut nicht auf Erhalt, man tut nichts für die Modernisierung und man setzt auf Großprojekte, die teuer sind und vergisst dabei den Alltag, den ganz gewöhnlichen Schienenalltag zu managen. Das ist komplett falsch. Bisschen weiter weggehen würden und aus anderen Zusammenhang, anderer Perspektive hier zuschauen würden, jedenfalls hier stören Sie. Tschüss! Aber zurück! Was hat das mit Stuttgart 21 zu tun? Stellt euch mal vor, dieser filigrane unterirdische Bahnhof, wo jeder Zug im Sekundentakt pünktlich ankommen müsste, hätte diesen Winter mitmachen müssen, wo kein einziger Zug pünktlich angekommen ist. Wie hätte dieser Bahnhof überhaupt funktionieren können? Die einzigen Züge, die einigermaßen pünktlich waren, waren regionale Nahverkehrszüge, die nicht Teil des labilen Fernsystems waren. Im zukünftigen Bahnhof wären sie Teil desselben und alles ginge durcheinander. Kein Zug käme mehr pünktlich. Insofern muss man sagen, dieser Bahnhof würde nie und nimmer einen Winterstresstest bestehen. Und noch etwas. Wer nicht in der Lage ist, den Alltag im Schienenverkehr verlässlich und pünktlich zu organisieren und durchzuführen, der soll sich nicht in megateure Abenteuer stürzen, die hochriskant sind und von denen man nicht weiß, wie es ausgeht. Apropos Stresstest. Heiner Geißler hat ja in seinem sehr einseitigen schlichter Spruch eine Menge vernünftige Vorschläge gemacht, die sofort von der anderen Seite weggewischt wurden. Er hat einen Vorschlag aufgenommen, das war der Stresstest. Den hat selbst die Bahn gesagt, den wollen wir jetzt machen. Aber, was sie nicht gleich gesagt haben, sie wollen den Stresstest alleine machen. Alleine wollen sie den machen und anschließend offenlegen und dann prüfen in einem halben Jahr. Ich kann euch sagen, wir können einen Stresstest, der von der Bahn bestimmt wird, wo die Eingaben von der Bahn gemacht werden, wo man nicht weiß, mit welchen Programmen gearbeitet wurde, was genau die Eingaben sind. Ein solcher Stresstest kann nie und nimmer transparent sein. Den können wir nicht akzeptieren. Der kann keine Aussage darüber machen, ob dieses Projekt je etwas taugt. Das müssen wir ablehnen, und zwar grundsätzlich ablehnen. In dieser Woche war im Landtag die Schlusssitzung zum Untersuchungsausschuss.
Und auch das war eine Lehrstunde, denn was man sehen konnte, dass in Baden-Württemberg es möglich ist, mit Macht und Mehrheit auch die Wahrheit zu bieten. Ein Polizeieinsatz, der ganz offenkundig unverhältnismäßig war, genau. Der war dann plötzlich die Mehrheitsmeinung vollkommen verhältnismäßig. Pui. Und er war ein Ministerpräsident, der ganz offen gesagt hat, dass er da eingegriffen hat, dass er ein politisches Interesse hat, dass er wollte, dass es durchgesetzt wird. Plötzlich nicht beteiligt. Es war die Polizei. Es war der Polizeipräsident. Liebe Leute, an der Regierung ist, sodass die Selbstuntersuchungsausschüsse, die eigentlich dazu da sind, Missverhalten von Verwaltung, von Polizei, von Regierung aufzudecken, wenn selbst so Untersuchungsausschüsse nicht mehr funktionieren, dann wird höchste Zeit, dass in diesem Land eine neue Mehrheit in den Landtag einzieht. Ist, wie schaffen wir das? Wir sind uns einig, Markus ist weg. Ja! Das ist klar. Ja! Wir werden Markus weg! Markus ist weg! Wie schaffen wir es, dass alle in Baden-Württemberg oder zumindest ziemlich viele unserer Meinung werden und sagen, wir wollen nicht nur, dass Markus weg ist, sondern wir wollen eine neue Mehrheit. Wir wollen eine andere Politik in Baden-Württemberg. Ich meine, es ist in den nächsten Wochen und Monaten die Herausforderung, die sich unserer Bewegung hier stellt, und zwar jedem von uns, jeder von uns, andere Menschen davon zu überzeugen, dass das Projekt Stuttgart 21 eine Metapher für eine falsche, für eine überholte, für eine menschenverachtende, für eine teure, für eine skandalöse, für eine undemokratische Politik ist. Überzeugungsarbeit geleistet. Selbst weit in Kreise der Wirtschaft hinein sagen alle, so dürfen wir es nie mehr machen. Das ist ein Beispiel für überholte Politik. Aber was wir schaffen müssen, ist, dass wir unser Modell, das Modell K21, das nicht nur steht für einen Bahnhof mit Kopfbahnhof, sondern eine Politik mit Köpfen, eine intelligente Verkehrspolitik, eine Verkehrspolitik, die die Menschen, die Kunden ins Zentrum setzt und nicht die Geschwindigkeiten und die Techniken. Eine Politik, die das ganze Land sieht und nicht nur die Hauptstadt. Eine Politik, die nicht nur eine bessere Verkehrspolitik ist, sondern auch eine Politik, die andere Beteiligungsformen ermöglicht. Die Beteiligung von Anfang an ermöglicht. Die Bürgerinnen und Bürger über Projekte, die in ihr Leben eingreifen, abstimmen lässt. Die Bürgerentscheide, Volksentscheide zulässt. Eine Politik, die sozial, ökologisch und nachhaltig ist. Für eine solche Politik steht K21. Für eine solche Politik müssen wir haben. In diesem Sinne müssen wir in den nächsten 2 Monaten als breites Bündnis zusammenbleiben und nicht kleinlich darum streiten, wer ist der beste Kämpfer gegen Stuttgart 21. Nein, wir müssen darum streiten, wer ist derjenige, der am meisten Menschen gewinnt für eine neue Mehrheit, für eine neue Politik, sozial, ökologisch und vor allen Dingen von unten kommen, aber oben bleiben. Vielen Dank. Heute stark präsent. Vorher war der Hubschrauber. Unter Umständen saß unsere Kanzlerin drin und hat mal gezählt, was in Stuttgart los ist.